Hallo liebe Zuschauer, ich heiße Elena, ich bin Hobbygärtnerin und meine Beschäftigung mit Pflanzen fange ich an von Paprikasamen. Paprikapflanzen, Paprikafrüchte, die reifen länger als zum Beispiel Tomaten und besonders schon Gurken. Und deswegen, ich habe für mich, für unsere Region Unterfranken festgestellt, dass zum Beispiel, wenn die Paprikapflanzen im Gewächshaus wachsen werden, sehe ich die Samen Anfang Februar aus. Und für Freiland werde ich Paprikasamen am 20. Februar bis Ende Februar aussehen. Und so habe ich immer gemacht, natürlich Sommer 2021, wir wissen alle, das war Ausnahme. Das war so kalt und so nass, dass die Paprikapflanzen waren länger zu Hause bei mir als nötig. Aber niemand konnte was machen. Sogar im Gewächshaus war der Boden extrem noch kalt. Nicht wie gewöhnlich. Hoffentlich wird dieser Sommer besser. Und ich mache jetzt die Samen, kontrolliere und aussehen werde ich wie früher. Mit Hoffnung, mit der Hoffnung, dass Sommer gut wird. Und Paprikasamen, die gehören zu schwerkeimigen Samen. Warum? Weil die Schale sehr hart ist, sehr fest ist. Und dann noch befinden sich in der Schale irgendwelche Stoffe, die auch noch Hindernisse machen. Und darum Keimungsdauer ist ab 7 bis 14 Tage, je nachdem. Aber gerade mal im vorherigen Video war ich sehr erstaunt. Jetzt habe ich für mich und für euch auch, liebe Zuschauer, festgestellt, je frischer die Samen von Paprika sind, desto schneller keimen die. Ich habe einfach Wattenpads gemacht, da drauf Samen gelegt, mit der bedeckt und dann feucht gemacht in Plastikdose und auf Heizung. Nicht mal auf Heizung, sondern auf das Brett über Heizung. Da kann man sehen, wie das Ganze aussieht. Dann noch frische Folie über diese Plastikdose. Und da ist Heizung. Und die Plastikdosen sind auf dem Brett. Das Brett ist über Heizung. So befindet sich ein bisschen, so 15 cm höher als Heizung. Obwohl hier man schlecht sieht. Sehr ausführlich habe ich im vorherigen Video erzählt. Ich lasse Link unter diesem Video. Aber gestern habe ich gekeimte Samen gezeigt. Die waren 3 Tage alt. Heute ist schon der 4. Tag. Schaut ihr bitte mal. Die Wurzeln sind noch länger geworden. Und gestern waren sie weiß, heute sind schon teilweise grüne Farbe haben die. Das sind nicht Pflanzen. Das sind Wurzeln zuerst. Diese Seite ist Wurzeln. Und selbe Pflanze befindet sich und Blätter befinden sich noch unter der Schale. Also 3 Tage Keimungszeit. Das war extrem schnell für Paprikasamen. Manche sind noch nicht wach geworden, aber die ersten, die wach geworden, das sind die frischesten Paprikasamen, die ich im Herbst zuerst gesammelt habe aus Paprikafrüchten. Und die waren aus gekauften Paprikafrüchten vom Aldi.
Das war nicht holländische Paprika, sondern ungarische spitzrote Paprika. Schmeckt mir, brate ich gerne, roh esse ich nicht so gerne und mache Paprika gefüllt und noch für Winter einlegen. Also, und natürlich züchte jedes Jahr. Und jetzt erzähle ich Ihnen über noch eine Methode. Und Keimdauer wird nicht 3 Tage dauern, sondern einige Stunden. Kaum zu glauben. Ich habe schon Video darüber gemacht. Aber jedes Jahr kommen neue Zuschauer und die wollen nicht besonders alte Videos gucken. Deswegen mache ich wieder über dieses Thema ein Video. Und ich zeige gleich, wie es geht. Beim näheren Betrachten kann man sehen, dass die Samen Tülle haben. Die sind nicht rund. Wenn man einfach sagt, die Samen haben Nase. Also Tülle. Und durch diese Tülle kommt die Wurzel sehr schwer raus. Deswegen dauert Keimungszeit länger als bei anderen Pflanzen. Und wir können Prozess erleichtern. Wozu machen wir das? Erstens, das ist sehr schnelle Kontrolle, ob Samen fähig ist, eine Pflanze zu bringen. Und zweitens, wir beschleunigen Wachstum. Wir warten keine 14 Tage, wir warten nur wenige Stunden. Da muss man Samen nehmen. Ich habe ganz vorsichtig Samen genommen und Tülle guckt nach rechts, nach raus. Und da muss man ganz vorsichtig die Tülle oder Nase abschneiden, aber dabei nicht innerliche Substanz verletzen, nur diese so scharfe Nase. Man muss andere Samen genauso bearbeiten. Das ist nicht leicht. Das ist Juwelarbeit. Aber wir erreichen unser Ziel. Unsere Ernte wird eher reif im Endeffekt. Besonders gut ist diese Methode, wenn man vergessen hat, verspätet hat, ja. Zum Beispiel, oder ich habe geplant, die Paprikasamen am Ende Februar auszusehen und mir ist es irgendwas passiert. Jeder Mensch, ihm kann was passieren oder krank sein und deswegen muss er nur im März aussehen und da mit dieser Methode geht alles schneller. Und man sieht, ob die Samen keimfähig sind oder leer sind, schon gleich. Jetzt werden wir feststellen, dass nicht erst am dritten Tag, sondern kürzer. Dauer wird kürzer, also höchstens 12 Stunden. Jetzt habe ich bei allen Samentüllen abgeschnitten. Aber heute haben wir den 24. Januar. Und Sie müssen nicht
Tüllen bei Paprikasamen abschneiden und dann auszusehen. Das ist erstens sowieso noch zu früh für überwiegend viele Hobbygärtner. Es ist zu früh. Und dann, wir machen alles rechtzeitig. Deswegen, man muss nicht abschneiden, einfach so Paprikasamen aussehen, ohne zu schneiden. Dieses Video ist nur für Zukunft, für März Monat, für die Menschen, die mit Aussaat verspätet haben, oder sogar heute kann man auch diese Methode verwenden, nur um zu kontrollieren, Keimfähigkeit. Und man will die Antwort ganz schnell wie möglich haben. Ich habe zuerst Verbandmull genommen, meine Samen da in der Mitte. Links ist gerade gekochtes Wasser. Stecken wir unsere Samen 1, 2, 3 und dann gleich in das kalte Wasser, aber hier länger bis zu 8. Dann wieder ins Heiße 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und so insgesamt fünfmal. Die kleinen Samen lasse ich nicht auf Verbandmull. Wenn die kleinen Wurzeln erscheinen, da bleiben die hängen. Lieber nehme ich Wattepads wieder. Die müssen feucht sein, aber nicht extrem nass. Die Samen müssen gar nichts schwimmen, nur so feucht sein. Dann nehme ich irgendwas, ein Schälchen, mach zu, ein Same ist oben geblieben, mach wieder zu. Und selbe Prinzip wieder Folie und aufs Brett. Überheizung. Und ich versichere, dass die ersten kleinen Wurzeln werden wir in wenigen Stunden schon sehen. Momentan ist 16 Uhr. 8 Stunden sind vergangen. Und jetzt kann man deutlich sehen, bei 3 Samen, ich will Ihnen näher zeigen, bei 3 Samen sind die schon Wurzeln rausgekommen. Ganz noch winzige Teilchen, aber wir sehen schon. Also Kontrolle hat festgestellt, dass die 3 Samen fruchtbar sind und davon werden sich die Pflanzen entwickeln. Die 3 sind noch so geblieben, wie die von Anfang waren. Das ist super Ergebnis. Ich habe um 16 Uhr die Tülle von Samen abgeschnitten und jetzt 24 Uhr. Also 8 Stunden sind erst vergangen und wir haben schon gute Ergebnisse. Und natürlich, wir müssen jetzt diese Samen, ich lasse sie noch weiterentwickeln. Aber normalerweise, das sind die Samen, die bei mir so übrig sind. Ich führe mit denen Experimente. Aber normalerweise könnte man schon die in die Erde reinstecken.
dann lassen wir bis morgen früh. Aber man kann schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein. So schnell können wir Wachstum beschleunigen und Samen kontrollieren.